Willkommen zurück zu unserem wundervollen Game in New World und dem kleinen Liam hier. Ich habe euch ja jetzt versprochen, dass wir jetzt anfangen werden, ein bisschen zu craften. Jetzt gucken wir uns mal an, was haben wir denn hier im Lager drin liegen? Hier haben wir eigentlich nur Essen drin. So, jetzt passt mal auf. Dann machen wir das jetzt wie folgendermaßen. Erstmal sortieren wir. Mach das mal wieder, danke. Okay, hier haben wir nichts anderes drin. In Windkreis haben wir unsere Regenerenzien. Und da gehen wir dann als erstes mal hin. Müssen wir nur hin und her springen, das passt dann. So, dann können wir das hier reinmachen. Und die Regenerenzien habe ich jetzt wieder mitgenommen, ne? Ach ne, ich hatte hier. Ah, guckt mal hier. Ich habe die Herstellungsmods hier mit reingemacht, ne? Okay, dann machen wir das hier so. Ne. Stopp, Giga. Wir machen das hier so. Und dann. Königsfelsen, jetzt müssen wir nach Windkreis, dann einmal hier rüber und dann das hier alles rüber. Okay, sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt einmal nach Windkreis. Wir sind noch im Windkreis. Ne, sind wir nicht mehr, sind in Immerfall. Also, dann gehen wir jetzt einmal nach Windkreis und craften uns ein paar Sachen. Beziehungsweise, wir müssen dann mal gucken, was wir da so alles noch brauchen, damit wir das Zeug craften können. Neue Muskete von mir aus, neue Rüstungen und, ne? Müssen wir mal gucken, wie viel Zeug wir noch haben. Weil sonst müsste man nämlich mal farmen gehen. So, also. Dann fangen wir jetzt mal an. Die Schmelze ist hier vorne. So. Wir brauchen das komplette Eisen. Einmal komplett durchschmelzen bitte. Dankeschön. So, dann hätten wir noch ein paar Silberbarren. Können wir von mir ausmachen. Auch aufmachen. Und ein paar Goldbarren haben wir auch. Das ist einfach nur ein paar Kilo weniger im Lager. Das ist immer ganz gut am Anfang. Weil das Zeug hier, also praktisch die fertigen Materialien, sind leichter als die Rohstoffe. Also die, ja, die Rohstoffe halt. Ne? Ich glaube, das kann man ganz gut so ausdrücken, oder? So, dann kann das alles wieder rüber. Okay, jetzt passt auf. Wir gehen jetzt einmal nach Königsfels. Und in Königsfels haben wir das hier, das müssen wir mitnehmen. Wir brauchen das und wir brauchen natürlich auch das. Jetzt hoffe ich, dass wir nicht überladen sind. Perfekt. Jetzt schlawenzeln wir mal wieder rüber. Wir werden das Zeug dann noch herstellen. Damit das einfach ein bisschen leichter wird. Und dann gucken wir mal weiter. Aber es ist sehr schön zu sehen, wie viel doch noch hier rumrennen. Ne, auch viele Endleveler. Für die ist es dann halt ein bisschen extrem beschissener, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass das PvPler sind. Weil sonst, also mit... sind wir mal ehrlich, mit Ding hier brauchst du ja gar nicht mehr anfangen. Mit PvE. Weil das so viel, dafür sind viel zu viele, viel zu wenige unterwegs hier. Das sind die Steine... Ah, in grün sieht es auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier einmal den Kleidermacher. Auf Rang 4 nur. Okay. Dann müsste hier... Wir müssen nur ein bisschen was zerkraften. Zerkraften? So, da haben wir die Leinen. Haben wir immer fleißig wieder mitgenommen, ne? So, perfekt. Jetzt haben wir noch Satin. Das machen wir aber noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen am besten eine Lederrüstung. Oder Leder ist schon ein bisschen besser. Satin können wir herstellen. Dafür brauchen wir die, ja, das Zeug können wir ja hier. Ja, die Metallbarren und so. Wir brauchen Satin und wir brauchen das Leder. Also, dann zercraften wir jetzt mal das ganze Satin. Ganze Stoffe. So, wir machen daraus jetzt nämlich Satin. Wunderbar, haben wir auch noch 72 Bonus bekommen. Sehr schön. Haben wir einmal das. Und jetzt müssen wir bis davor laufen, um unser, na sagt schon, Leder zu zercraften. Das dauert ein bisschen. Wir sind ja ganz gemütlich unterwegs. Alles ganz gechillt. Land dann wacht. So. Dann haben wir einmal die Ingenieurssekunde. Das brauchen wir aktuell nicht, weil wir haben noch genug Patronen. So, und dann einmal die Lederverarbeitung. Da haben wir ja auch noch ein paar Sachen rumliegen. So, wunderbar. Sehr schön. Jetzt könnte man noch grobes Leder machen draus. Können wir bessere Materialien verwenden, bekommen wir bessere Rüstungen. Wunderbar, da sind wir jetzt schon ziemlich vorangeschritten jetzt auch mit den Leveln. Und dann sind wir jetzt auch
Ein bisschen leichter wird er. So. Okay. Und dann gucken wir mal, was wir herstellen können. Okay, also. Hemd aus Santar. 315, da seht ihr es eigentlich schon. Wir brauchen das alles, wir nehmen nicht dieses, wir nehmen das hier, okay, dann sind wir bei 310. Das, glaube ich, brauchen wir aktuell nicht benutzen. Ja, nee, nicht wirklich, ne? Das Azot. Haben wir immer noch hohe Chance, sehr hohe Chance, okay. Wir können aber auch Leder machen, jetzt passt mal auf, die haben jetzt 90-90 und die Robe aus Sartin hat, ah ja, guckt mal hier. Ist halt nicht hübsch, ne? Grobes Leder. Ja, die hat halt wesentlich. Ja, das ist aber mittlere, ne? Also wir brauchen ja leichte Rüstung. Das wäre schon vom Vorteil. Leichte Hut. Naja, gut, die ist mehr gegen Elementar, ne? Und die ist halt so ein Allrounder. Wir nehmen den Allrounder mit. So. Leder. Wir nehmen natürlich grobes Leder. Das passt zur Tarnimmer, das passt auch. Und jetzt können wir mal gucken, was wir rein... Jetzt können wir schon anfangen, irgendwas uns reinzulegen. Ne? Den werden wir definitiv nicht benutzen. Stärke, Intelligenz, das brauchen wir nicht. Stärke, Geschick auch nicht. Oh, je, je, je. Intelligenz, Konzentration... Oh, also Konzentration, das ist halt alles, was für unsere Konstitution... Okay, jetzt passt mal auf. Jetzt müssen wir einmal ganz kurz in unsere Waffenskillung. Wir brauchen eigentlich Geschick und Intelligenz. Wir könnten aber Konstitution mitnehmen und dann können wir die Punkte, die wir hier unten verteilt, dann nach da oben verteilen. Das geht schon. Das können wir machen. So für den Anfang erstmal. So, dann nehmen wir einmal das Hemd. Und dann legen wir drauf Konzentration, nee, Konzentration, Konstitution. Perfekt. Das nehmen wir mit drauf. Und dann nehmen wir doch ein bisschen Azot, um einfach das Zeug herzustellen. So. Wir haben jetzt einen 310er mit Glück drauf. Okay. Herstellung fortsetzen. Und dann nehmen wir einmal die Schuhe. Das wieder drauf. Das drauf. Wunderbar. Wir stellen jetzt erstmal von jedem erstmal eins her. Und dann gucken wir mal. 315 reduziert die Stärke und Schwächung. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und dann nehmen wir die Handschuhe wieder mit. Einmal umskalieren. Das da bitte mitnehmen. Und dann einmal Konstitution. So, auch wieder 315 mit gar keinem Perk drauf, das ist okay. Dann den Hut noch. Dann wieder alles einstellen. Ist halt ein bisschen blöd, man muss immer wieder alles einstellen, aber das ist ja nicht so wild. Ne, so. Aber. Auch ein 315er auch wieder mit nichts drauf, aber das ist egal. Und dann nehmen wir jetzt noch die Hose mit. So, einmal das. Das. Und dann natürlich das hier noch. Wunderbar. Pop. Nennen wir uns jetzt einmal... Oh, das ist geil. Das ist gut. Die Hose ist gar nicht mal so verkehrt. Die ist richtig gut. Für uns jetzt. Erfrischende Mana-Stopp-Wirkung. Mana-Stopp-Wirkung verringert bei einem Treffer allen Fallenstellerfähigkeiten um 7,6. Ja, okay, doch nicht so geil. Naja, egal. So, dann können wir das jetzt alles mal anziehen. Anziehen, sage ich, nicht wegschmeißen. Das wäre echt geil. So, und dann sehen wir jetzt auch, dann gehen wir jetzt auch mal komplett mit dem ganzen Zeug nach oben. Ja, dann haben wir jetzt nämlich angehabt 220er und jetzt haben wir 310er an. Ne? Konstitution überall drauf, mit Glück jetzt, das ist halt ein bisschen blöd. Das machen wir jetzt mal kurz weg. Aber da kann man nichts dran ändern. So, dann können wir das jetzt alles mal zerlegen. Kriegen wir nämlich ein paar Mats wieder. So, und dann, was ist denn jetzt nicht so geil geworden? Ne? Da haben wir jetzt ein paar Sachen, wo kein Zeug drauf ist. Na, okay. Gut, dann machen wir jetzt unsere Waffe. Ja, da haben wir den Rüstungsschmied nach oben gekriegt. Ne, das habe ich euch ja auch schon in den Anfänger-Guides-Videos gesagt. Macht den Leder- und den Stoff-Typi nach oben, bekommt euer Rüstungsschmied nach oben. Da verbraucht ihr nicht so viele Metalle. Und ihr habt das, ist ja das gleiche, der gleiche Effekt. So, dann nehmen wir die da mit. Und jetzt gucken wir mal, was wir brauchen für eine wundervolle Muskete. Die können wir leider nicht bauen. Dafür brauchen wir raues Leder. Aber die können wir bauen. Das edle Holz haben wir dabei. Das haben wir dabei. Wir können 66 Stück bauen. Wir können einmal die hier machen. Okay. Jetzt passt mal auf. Was haben wir denn hier? Kopf ab. Ja, da haben wir mehr Kopfschussschaden. Ja, okay. Konzentration. Halt. Ja, okay. Wir können Geschick reinmachen. Ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und dann das da wieder mit rein. Und dann gucken wir mal. Dann bauen wir jetzt mal 5 Stück.
Na, guck mal, was dabei rumkommt. Fünf Stück können wir ruhig bauen, weil wir brauchen sie ja eh. Ne? So. Verzaubert ist da drauf. Okay, nice. So, dann haben wir das jetzt, die Ingenieurskunst nach oben gegangen. Und jetzt können wir natürlich auch jetzt die aus Stahl bauen. Ne? Und die aus Stahl ist dann halt nochmal ein Ticken anders da. Die macht halt einfach mehr Damage. 315er. Sehr schön. Und die behalten wir jetzt. Das ist nämlich eine Benando und so weiter. Und da ist auch verzaubert drauf. Das ist richtig stark. So, und das andere können wir jetzt auch durchgucken, ne? Aber brauchen wir nicht, weil das hier ist schon ein anderes Wort hier. Muss ich euch ehrlich sagen. So. Hoppala. Okay, halt hier ist das Ding. Jetzt passt mal auf, was brauchen wir denn nochmal, um Stahl herzustellen? Bevor ich jetzt hier irgendwas anfange, jetzt lasst uns erstmal gucken, ob wir die auch wirklich bauen können, ob nur der Stahl fehlt. So, das können wir natürlich auch machen. Da gehen wir einfach mit den Ingenieurskunst ein bisschen nach oben. So, dann brauchen wir die hier. Ja, wir brauchen eigentlich nur Stahlbarren. Perfekt. Das können wir machen. Jetzt legen wir das hier erstmal wieder zurück. Stahl. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für Stahl brauchen. Ich habe schon zu ewig keinen Stahl mehr gemacht. Ich mache das auch in der Schwefelsandwüste, mache ich das eigentlich immer so. Also auf meinem Hauptcharter drücke ich einfach drauf, weil alles da drin liegt, meistens. So, Stahlbarren. Ah ja, Holzkohle und alles. Okay, dann 117 Stück. Oder 214, weil wir noch einen riesen Bonus dazu kriegen. Geil. Nice. Jetzt hätten wir keine Holzkohle mehr, aber das ist uns ja egal. So. Vor, jetzt haben wir Vorrat an Erd. Jetzt können wir den Vorrat machen mit dem geschürften Edelstein. Die könnt ihr dann praktisch mit Silber eintauschen, mit Silbererz. Und dann könnt ihr da ein paar Steine rausholen. Für eure Rüstungen später mal, aber das ist jetzt nicht mehr so. Also aktuell für uns überhaupt nicht wichtig. Dann nehmen wir natürlich wieder das Geschick mit rein. Wir können sechs Stück bauen und jetzt hoffen wir mal, dass wir was Gescheites bauen können. Oder dass wir was richtig Geiles rausbekommen. So, leider nicht. Wir haben jetzt ein paar Punkte hochgegangen. Leider ist alles nur 310er geworden. Da ist die hier halt zwar immer noch geil. Ja. Die wir anhaben, ist noch geiler, aber naja. So, dann haben wir einmal kritische Trefferchance drauf. Ist gar nicht mal so verkehrt. Fügt dem Treffer eine Blutung zu. Na, das könnten wir auch zum Beispiel mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, ob das. Nochmal Trefferchance 138. Okay, dann können wir das mal weglegen. Also zerlegen. Dann machst du nochmal. Oh. Haben wir sie jetzt nochmal gekriegt? Ne, der, okay. Dann haben wir Abgrundkonter. Nach dem Ausweichen eines Angriffsversuchs der nächste Grundwaffenschaden, Unheilsschaden und Kopfschussschaden. Also dann machen wir die jetzt hier nochmal weg. So, und das ist die große Frage. Ich hätte jetzt gerne Verzauber drauf gehabt. Aber leider haben wir es nicht geschafft. Und ich nehme nicht den hier mit. Hier machen wir 128 und hier machen wir halt einfach 10 Damage mehr, Grundschaden mehr. Dann nehmen wir die mit dem Trefferchance mit. Die können wir anziehen. Und den Rest können wir dann eigentlich, ja gut, die ist beim Aufheben gebunden. So, dann haben wir uns jetzt ein bisschen höher gemacht. Ein Rapier brauchen wir jetzt noch nicht bauen, aber dann haben wir das jetzt schon mal. Dann haben wir ja ein bisschen mehr Damage jetzt. Wir haben jetzt auch wieder die nächste Zeit wieder ein bisschen Ruhe. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Dann können wir das Zeug jetzt mal alles rauslegen. Ich weiß schon nicht mehr überall, wo ich das ganze Zeug hingelegt habe, ne? Königsfels und Immerfall. Ja gut, da ist die Kochkunst drin. Ja, dann kommt das alles hier wieder rein. Punkt, fertig, aus. Erstmal. Und dann schauen wir mal. Das Juwelenschleifen kann nach unten. Das brauchen wir so schnell nicht. Und dann passt das. Ja. Genau. Und dann haben wir noch Rohstoffe. Die machen wir jetzt auch mal gleich rüber nach Windkreis. Wunderbar. Und dann sind wir jetzt schon ready to go, würde ich sagen. Wunderbar. Eigentlich können wir jetzt Stahlpatronen machen. Aber wie gesagt, da brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Holzkohle und so weiter und so fort. Und dafür müssen wir farmen gehen. Und ich glaube, das machen wir dann auch im nächsten Ding. Weil Stahlpatronen geben uns einfach nochmal ein bisschen mehr Damage. So, dann machen wir das jetzt mal weg. Sonst passt mal auf. Stahlpatronen. Patronen aus Stahl. Wir brauchen Satin, das haben wir ja irgendwo. Schießpulver haben wir auch noch. Und dann müssen wir hier noch ein bisschen nacharbeiten. Wir haben ja noch ein bisschen was über. Was haben wir denn jetzt in der Ingenieurskunst? Ah, wir können jetzt. Ah, die benannten Musketen. Stahl haben wir ja noch ein bisschen über. Eisen haben wir auch noch übrig. Zeug haben wir auch nicht. Wenn nicht, können wir uns noch kaufen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ja, da brauchen wir eigentlich nur Holz. Ja, wir brauchen nur Holz. Perfekt. Supi. Sehr schön.
Freue ich mich. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Damage. Das ist klasse. Wir sind ein bisschen, ne? Jetzt müsste man nur noch schnell umskillen, weil sonst vergesse ich das. Passt perfekt. Dann haben wir unten 75 und dann können wir das hier oben alles wieder ein bisschen reinmachen. So. Wunderbar. Ich hoffe, wir machen jetzt mehr Damage. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Aber das ist ja jetzt erst egal. Jetzt brauchen wir nämlich die ganzen Punkte nicht mehr in die Konzentration reinballern, weil das holen wir ja über unsere Rüstung erstmal rein. Das heißt, wir haben auch relativ viel Life für jetzt. Und darauf können wir den Rest in die Intelligenz und Geschick reinballern. Ne? Also hauptsächlich Geschick und der Rest dann in Intelligenz. Perfekt. Nun gut, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Habt noch einen schönen Tag und einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr den Part schaut. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich im nächsten Video wieder von New World und unserem kleinen Liam hier. Bis dahin, tschö mit dem.